Moin moin ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen Infovideo zu Gran Turismo Sport. Heute geht es um ein Thema, um das es in der Vergangenheit schon ein bisschen häufiger ging. Ein Format kommt etwas seltener oder hat man etwas längeres Päuschen oder so. Und in der Vergangenheit war das Feedback eigentlich immer relativ klar. Dave, wenn sowas ansteht, sag uns doch mal kurz Bescheid, gib uns eine Info durch, da kann man sich drauf einstellen. Und meist ist es so, dass ich mich selbst nicht drauf eingestellt habe und das relativ spontan passiert, dass ein Format sich mal verschiebt. Hier ist es allerdings ein etwas strukturell bedingtes Thema und dementsprechend kann ich euch auch diese Info mal weitergeben. Und dementsprechend mache ich das auch und erkläre euch, warum in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen weniger Gran Turismo Sport auf dem Channel kommen könnte. Das Ganze hängt nämlich so ein bisschen mit den FIA-Rennen zusammen. Die finde ich ja sehr geil, die bin ich in der letzten Season fast alle gefahren, sowohl in Nations Cup als auch in der Manufacturer Series, weil das auch Rennen sind, die ein bisschen länger gehen und dementsprechend lassen die auch zu, dass du ein bisschen mehr Taktik reinbringst, dass du mal eine andere Reifenstrategie fährst oder so, als bei den herkömmlichen Daily Races. Und dementsprechend habe ich mich immer sehr darauf gefreut, Mittwoch oder Samstag oder an beiden Tagen in der Woche den Stream anzuwerfen und zu sagen, bam, jetzt gibt's einen Abend lang GT-Sport-Unterhaltung, jetzt haben wir richtig Spaß. Und das ganze System wurde nach der letzten Season ein wenig verändert. Und zwar in eine Richtung, die einerseits sehr sinnvoll ist, andererseits allerdings auch irgendwie nicht. Jetzt ist es nämlich so, dass nicht mehr Mittwoch und Samstag sowohl Nations Cup als auch Manufacturer Series stattfinden, sondern Dienstag und Samstag findet der Nations Cup statt und die Manufacturer Series findet Mittwoch und Sonntag statt. Das bedeutet, dass man sich im Prinzip 4 Tage im Kalender pro Woche freischaufeln müsste, um an allen Cup-Rennen teilzunehmen. Und das ist ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt sagen würde, hey, ich streame und zocke oder zocke allgemein nur Gran Turismo Sport, dann geht es, glaube ich, klar. Ja, das ist kein Thema. Aber wenn man wie ich halt sagt, hey, ich zocke auch gerne mal ein bisschen iRacing oder auch mal ein bisschen ACC, sobald die Server, die Competition-Server wieder zulassen. Oder ich zocke auch gerne in F1 in einer Liga, und das ist der nächste Punkt, auf den wir zu sprechen kommen, Liga-Fahrer, die sind, glaube ich, vielleicht teilweise dadurch verärgert durch diese Änderung, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil stellt euch mal vor, ihr fahrt in verschiedenen Ligen und habt es euch so gelegt, diese ganzen Zeitpläne, dass ihr sagt, hey, Mittwoch und Samstag halte ich mir frei, dafür fahre ich an allen anderen Tagen in irgendwelchen Ligen und jetzt wird das System geändert, sodass ihr eventuell aus einer Liga aussteigen müsst, wenn ihr Nations Cup und Manufacturer Series noch mitnehmen müsst. Oder ihr könnt halt Manufacturer Series und Nations Cup nicht mehr voll mitnehmen. Und das ist so ein bisschen die Konsequenz, die auch mich erwartet, weil ich sonntags ja immer die F1 AOR-Rennen habe. Und Sonntag findet ja jetzt auch einer der Läufe der Manufacturer Series statt. Und das bedeutet, im Prinzip muss ich so oder so von dieser Serie ein Rennen pro Woche auslassen. Was es schon automatisch ein bisschen sinnlos macht, dass ich diese Sache konsequent verfolge und versuche wirklich jedes Rennen mitzunehmen. Und wenn ich das versuchen würde, wäre das halt auch ein bisschen schwierig, weil stellt euch das mal am Sonntag dann vor, wie das dann läuft. Vor Streamstart nehme ich das PC-Lenkrad hier, stelle das irgendwo um, dann nehme ich das PS4-Lenkrad, stelle es hier hin, gewöhne mich an eine andere Fahrphysik mit der Physik von Gran Turismo Sport und dann nehme ich das PS4-Lenkrad, stelle es wieder um, nehme das PC-Lenkrad, stelle es hier wieder hin und zock dann F1 und gewöhne mich wieder an die Fahrphysik oben. Und dementsprechend hätte ich 2 Umgewöhnungen plus mindestens einen Lenkradwechsel im Laufe des Streams, was das Ganze wirklich ein bisschen stressig macht und aus meiner Sicht ein bisschen anstrengend ist. Auch mit dem ganzen Thema Umgewöhnen, und gerade das ist ein bisschen ärgerlich, weil du fährst ja nicht umsonst in der Liga mit oder bei diesen ganzen FIA-Rennen. Du willst dich ja darauf einschießen. Aber es ist halt nun mal schwierig, 4 Tage die Woche für diese ganzen Ligen aufzubringen, gerade wenn es jetzt mittendrin einfach random geändert wird. Ganz random ist es aber wahrscheinlich nicht, weil der Hintergedanke, der dahinter steckt, ist, dass man jemandem, der zum Beispiel sich auf den Nations Cup einschießen möchte, die Chance gibt, dass er dann an dem Abend 5-mal dieses Rennen fahren kann. Und das ist eigentlich auch eine sehr coole Sache. Auch für den Manufacturers Cup kannst du 5-mal das Rennen am Abend fahren. Auch das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr coole Sache. Und für Leute, die eben nur GT Sport zocken, für die ist es natürlich sehr, sehr geil. Die müssen sich jetzt auch an einem Abend nicht hetzen und jeweils umgewöhnen von Nations Cup zu Manufacturer Series, sondern die können sagen, ah jo,
heute konzentriere ich mich mal komplett auf dieses Rennen und morgen auf das andere Rennen. Und für die ist es natürlich super. Und dementsprechend ist es auch eine Änderung, die aus der einen Perspektive auch sehr sinnvoll ist. Nur aus meiner Perspektive oder aus Perspektive von Leuten, die auch andere Spiele spielen oder die schon in Ligen eingeschrieben sind, für die ist es halt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie viele von euch das betrifft, aber bei mir könnte es ein bisschen kompliziert werden. Ich werde es halt jetzt so handhaben, dass ich mir die Kombos rauspicke, die ich wirklich sehr cool finde. Und da findet dann immer ein GT-Sport-Stream statt. Also diese Woche, jetzt zum Beispiel gleich heute, wo dieses Video rauskommt, da steht Le Mans mit Gruppe 1 an. Finde ich sehr geil. Ja, da können wir 5-mal Le Mans heute Abend fahren. Finde ich cool. Und ja, nächste Woche wird es wahrscheinlich dann zum Beispiel Samstag sein, wo ich das Rennen mitnehme. Das ist dann das Nations Cup Rennen. Ich gucke mal gerade, wo das stattfindet. Das ist dann, glaube ich, Sardinia C, wenn ich mich nicht täusche, mit Gruppe 3. Auch eine coole Kombo. Und im Rahmen dessen dieser Streams kann man dann auch immer noch sagen, hey, ich nehme jetzt auch einfach mal ein paar Daily Races mit und auch da ein bisschen Spaß haben. Und warum ich das jetzt am Anfang immer so vorsichtig formuliert habe, warum GT-Sport seltener kommen könnte, ist, glaube ich, jetzt auch klar. Wahrscheinlich wird pro Woche trotzdem noch ein Stream in GT-Sport kommen. Ja, und wir werden noch einige Rennen sehen. Aber es wird jetzt vielleicht noch auf ein Video weniger pro Woche oder so hinauslaufen. Also vielleicht mal ein oder zwei Rennen pro Woche, die wir dann sehen werden. Ja, wie ist eure Meinung zu dieser Änderung? Teilt es mir gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten checkt gerne heute Abend den Stream aus auf Twitch. Link in der Beschreibung. Sehr, sehr gerne rüberseppen. Und ich glaube, ab 20 Uhr legen wir dann los. Dann fahren wir doch nicht 5-mal Le Mans. Aber wir werden einige Male Le Mans fahren, denke ich. Und viel Spaß haben und mal gucken, vielleicht streame ich auch morgen nochmal GT Sport oder so, wenn ich das Lenkrad dann hier eh schon aufgestellt habe. Aber heute Abend dann auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann da. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis gleich, vermutlich. Ciao.